Content Marketing und was sind strukturierte Inhalte, was ist genügend Inhalt. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG. Früher hat man möglichst viele Unterseiten zu einem Thema angelegt, heute ist das anders. Google möchte möglichst nur ein Dokument zu einem Thema indexieren. Also auch wenn ich beispielsweise über das Thema Content Marketing schreibe, dann möchte ich eine strukturierte Seite haben und ich möchte genügend Inhalt haben. Vielleicht möchte ich es mir sogar ausdrucken, das gibt es immer noch. Und da möchte ich alles auf einer Seite haben. Nur wir schauen strukturierte und wir schauen genügend Inhalt denn aus. Ich erkläre das kurz anhand unserer eigenen Seite und habe hier eine News, die schon ein bisschen älter ist. Diese News hier, die ist von mir aus strukturiert, weil da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Es hat einen Titel, es hat einen Text und es hat ein Bild. Mindestens das sollte in der News drin sein. Was hier fehlt, ist die Menge. Da ist eindeutig zu wenig Inhalt drin. Das ist für Google uninteressant, das ist aber auch für den Leser zu wenig interessant. Da muss mehr rein. Da hat es genügend Inhalt drin. Die ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich strukturiert. Ich habe hier sehr viel Inhalt zum Thema Mobile Apps und mobile Seiten. Ich habe Bilder drin, fehlen vielleicht noch Videos, aber hier fehlt mir die Struktur. Also wenn der Besucher auf die Seite draufkommt, dann muss er sich wirklich durchscrollen und bis nach ganz unten gehen, damit er einen Überblick zum ganzen Inhalt hat. Eine weitere Möglichkeit, wie ich das machen kann, indem ich den Inhalt dann etwas mehr strukturiere, vielleicht wenn ich technisch nicht die Voraussetzung für Akkordeons habe, das sehen wir dann ganz am Schluss, ist mit solchen Anker-Links. Wenn ich hier beispielsweise auf Wireframe klicke, springe ich dann direkt zum Wireframe hoch. Wenn ich wieder zurückgehe, komme ich wieder hoch zu meiner Linkliste. Da ist also quasi ein Menü in der Seite drin. Und auch hier habe ich dann zu dem Thema Webdesign das komplette Programm und muss mir hier nicht mehrere Seiten anschauen, zu mehreren Seiten weitergehen. Ich habe hier auch Videos drin, sogar zwei Stück. Aber ich habe oben die Möglichkeit, eben über diese Navigation auf die einzelnen Punkte zu springen. Das ist natürlich nicht gerade schön gemacht, das ist aber eine Lösung, die man schnell machen kann. Das kann jeder in seinem Content-Management-System im Editor drin umsetzen. Eine Lösung, wie wir es heute dann oft sehen oder auch anbieten, ist mit Akkordeons. Hier gerade zum Thema Content-Marketing. Ich habe hier eine kurze Einleitung und kriege dann hier diese Akkordeon-Menüs, die ich dann aufklappen kann, habe hier im Menü drin ein Video. Wenn ich weiter scrolle, sehe ich, was die Themen der nächsten Akkordeons sind. Auch hier grafisch mit dem Mouse-Over umgesetzt und kann mir dann die aufmachen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass sich dann das andere wieder schließt. Aber schlussendlich muss das auch auf dem Mobile funktionieren, das ganz entscheidend. Und das ist natürlich gerade in dem Fall jetzt überhaupt kein Problem. Das ist also ein strukturierter Inhalt, da ist auch genügend zum Thema Content Marketing drin vorhanden. Also ganz entscheidend, dass ich hier nicht über zu viele Seiten meinen Inhalt aufbaue und dann das Problem habe, dass der Besucher durch Seiten durchklicken muss. Ich packe das auf eine Seite, strukturiere es richtig und so kann das dann eben ausschauen. Würde natürlich interessieren, was ihr zum Thema Content Marketing und der richtigen Menge, der richtigen Struktur sagt, dass es der User toll findet und liest, aber dass es eben auch bei Google ankommt. Kommentare wie immer gerne hier. Wenn es euch gefallen hat, nehme ich auch gerne ein Like entgegen. Würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der INM AG.